Was passiert bei einem Vulkanausbruch und warum knurrt der Magen, wenn man Hunger hat? Viele naturwissenschaftliche und technische Probleme können über spannende Geschichten erklärt und erlebbar gemacht werden. Welche Medien dafür geeignet sind, hängt vor allem vom Alter der Kinder ab, die an deiner MINT-Vorleseaktion teilnehmen. Was ein dreijähriges Kind spannend findet, kann einen Fünfjährigen schon langweilen. Die meisten Verlage geben eine Altersempfehlung, an der du dich orientieren kannst. Als Faustregel gilt, je jünger die Kinder, desto höher sollte der Bildanteil sein. Für die ganz Kleinen dürfen es ruhig kurze Texte und großflächige Illustrationen sein. Auch die Gruppengröße ist entscheidend für die Medienauswahl. Bei Sachbüchern und Apps steht vor allem das gemeinsame interaktive Entdecken im Vordergrund. Kinder, die bislang wenig Berührungspunkte mit dem Lesen hatten, sind dank der vielen spielerischen Elemente besonders von digitalen Medien fasziniert. In kleinen Gruppen funktioniert der interaktive Umgang mit Medien natürlich wesentlich besser. Kurz gesagt, je größer deine Gruppe, desto mehr solltest du dich auf das klassische Vorlesen konzentrieren. Inhaltlich kannst du auf jedes Vorlesemedium zurückgreifen. Ganz gleich, ob du dich für ein Sach- oder Bilderbuch, ein Wimmelbuch oder eine App entscheidest. Wenn du die MINT-Brille aufsetzt, entdeckst du in allen Geschichten naturwissenschaftliche und technische Phänomene. Themen wie Tiere, Farben, Formen, Pflanzen, Astronomie und Co. bieten außerdem ausreichend Stoff für spannende Anschlussaktionen. Auf den Webseiten der Telekom-Stiftung und der Stiftung Lesen findest du zahlreiche Buch- und App-Empfehlungen für alle Altersstufen. Schau doch mal rein! Auf los geht's los! Wann wirst du MINT-Vorlesepate? Besuche uns auf unseren Webseiten